Schön, dass Sie alle da sind. Liebes Publikum, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Glaubensgeschwister. Ich darf Sie ganz herzlich hier in unserem Haus, in unserer Kirche begrüßen zum diesjährigen Adventskonzert. Und wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Das erste Lied ist ja schon verklungen und ist schon in unser Herz eingedrungen, in unser Inneres eingedrungen und es kam da zum Ausdruck, gib uns Hoffnung, bring uns Frieden, Freude, bring ein Licht in unsere Leere hinein, dass die Leere gefüllt wird damit. Und das wünsche ich uns jetzt, dass diese Hoffnung, diese Freude, dieser Frieden, dieses Licht, von dem gesungen worden ist, schon jetzt durch der Engel helle Lieder, wie auch unser Motto so heißt, ganz in unsere Seele hineindringen mögen, in unser Herz, in unser Inneres, dass wir mit Gottes Freude, mit Gottes Hoffnung wieder auseinandergehen können. Zwei Hinweise noch. Wir möchten Sie bitten, wenn Sie das Bedürfnis verspüren, Applaus zu geben, dies am Ende des Konzertes zu tun. Spontane Ausnahmen sind zugelassen. Sie merken schon, wenn es angebracht ist. Da bin ich ganz sicher. Und vergessen Sie nicht, am Ende des Konzertes wieder Ihre Mobiltelefone einzuschalten oder laut zu stellen. Und so, wie es in unserer Kirche üblich ist, wollen wir auch jetzt noch ein Gebet sprechen und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Ewiger und großer Gott, hab Dank, dass wir uns hier in deinem Haus zusammenfinden konnten, zu einem Konzert. Es ist viel vorbereitet worden, es ist viel dafür getan worden. Und nun bitten wir dich, großer Gott, lass uns jetzt hier eine ungestörte Stunde erleben, ein ungestörtes Konzert erleben. Lege, wie wir es schon gehört haben, deine Hoffnung, deinen Frieden, dein Licht in unser Inneres hinein. Und dass wir damit angefüllt durch die Adventszeit weiterhin gehen können, dass es uns beseelen möge und dass wir dann auch eine schöne Weihnachtszeit durchleben können. Lass niemanden allein sein, sondern sei da immer mit deiner Hilfe und deinem Beistand. Auch das haben wir in dieser Zeit. Lass alle Menschen verspüren, wie du mit ihnen bist, wie du bei ihnen bist. Und wenn wir dann auch zum Ende der Stunde wieder auseinandergehen müssen, gib auch da wieder Engelschutz und Bewahrung auf Nachhausewegen und Fahrten. Gib uns aber auch da noch ein schönes Zusammensein in dem unteren Bereich, wo wir es dann tun wollen. Und wenn da Speisen bereitet sind, hab Dank, dass wir diese haben dürfen. Lass sie uns alle zur gesunden Haltung und Stärkung dienen. Wir legen das jetzt alles an dein Vaterherz und bitten dich, nimm es an. Auch das, was jetzt nicht ausgesprochen ist, aber was noch mit hineingelegt wird. Und erhöre uns um Jesu Christi willen. Amen. Nun sage ich, stimmt an. Viel Freude uns allen.
Thank you.
Liebe Freunde und Gäste, liebe Geschwister, ich weiß, viele von Ihnen kommen auch gerne jedes Jahr hierher, weil man nicht nur zuhören kann, sondern mitsingen kann. Es ist wieder soweit. Ich möchte Sie gerne einladen, mit uns gemeinsam aus dem Lied "Es ist ein Ros entsprungen" zu singen. Den Text finden Sie in Ihrem Programmheft, sodass alle ganz freudig mitschmettern können. Viel Freude.
Gekommen, ihn anzubeten, und sie sind gekommen.
Thank you.
Wer aufmerksam das Programm studiert hat, der sieht, dass wir uns mit großen Schritten dem Ende nähern. Unser Programm ist überschrieben, hört der Engel helle Lieder. Wir haben dieses Lied vorhin auch schon singen dürfen und das endet in jeder Strophe mit einem ganz besonderen Gloria. Und dieses Gloria möchten wir auch Sie jetzt bitten, gleich im Anschluss mit uns gemeinsam in dem Lied O du Fröhliche nochmal zum Ausdruck zu bringen. Aber damit Sie auch wissen, dass wir nicht einfach nur hier sind und heute ein schönes Konzertprogramm hier auf die Beine gestellt haben, sondern auch, dass wir einen tiefen Kern noch dahinter haben, bitte ich unseren Förderverein ein paar Worte zu dem Programm und zu dem diesjährigen Spendenaufruf auch nochmal zu geben. Unsere Christine, bitte. Liebes Publikum, liebe verehrte Anwesende, schön, dass Sie gekommen sind.
Etwas Genuss haben Sie hoffentlich schon in Ihr Herz aufgenommen. Behalten Sie es fest, nehmen Sie es mit. Mein Name ist Christine Röseler und ich bin im Vorstand des Fördervereins unserer Gemeinde tätig. Viele kennen mich. Unser Förderverein bietet die Möglichkeit, vielfältige Gemeindeaktivitäten zu unterstützen, Veranstaltungen durchzuführen für Jung und Alt. Aber wir versuchen auch, über den Tellerrand hinauszuschauen und uns dort einzubringen, wo unter Umständen Hilfe nötig oder angebracht ist. Und so haben wir dieses Jahr auch wieder versucht, ein besonderes Projekt uns auszusuchen, wo wir auch Sie, liebes Publikum, jetzt wieder brauchen dafür. Und zwar bittet der Förderverein um Ihre Spende und Ihre Unterstützung für ein besonderes Wohnprojekt, welches uns am Herzen liegt, da eine Wohneinheit von unserem Erik Niederstrasser, Kind unserer Gemeinde, inzwischen Jugendlicher, nach der Fertigstellung bezogen werden soll. Und hier bitte ich unsere Annette, das Projekt kurz vorzustellen. Dankeschön. Guten Tag. Unser Projekt heißt Inklusiv Leben. Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderung wohnen zusammen. Wir sind die erste gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft in Sachsen und bauen ein barrierefreies Mehrfamilienhaus hier in Reutnitz, nur 5 Straßen weiter. Wir haben schon Richtfest gefeiert, aber trotz aller Planung droht, dass wir den Rotstift ansetzen müssten und dafür wichtige Details gestrichen werden. Hier könnte Ihre Spende helfen, die Vision eines wirklich inklusiven Lebens entstehen zu lassen. Unten sind auch einige Plakate. Für weitere Informationen oder sprechen Sie mich gerne an, dass das Herzensprojekt wirklich inklusiv weitergehen kann. Und ich sage Ihnen jetzt schon im Rahmen aller, die daran beteiligt sind, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke euch auch. Danke. Schön, dass Sie das Projekt begleiten wollen. Das habe ich Ihrem Beifall entnommen. Das gibt uns allen die Möglichkeit, ein Stück Wärme abzugeben und auch Weihnachtsfreude zu bringen. Es sind dazu Spendenboxen aufgestellt. Ihr findet sie im Haus, in den unteren Etagen. Kinder mit den Geigenkästen stehen am Ausgang. In Zeiten digitaler Welt haben wir auch die Möglichkeit, über den QR-Code eine PayPal-Überweisung zu machen, also ganz einfach. Und wir danken bereits jetzt für Ihre Spendenbereitschaft. Zum Abschluss lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein, in den unteren Ebenen noch auf ein Getränk oder ein Imbiss und bei angenehmen und schönen Gesprächen diesen Abend und diesen Tag mit uns gemeinsam ausklingen zu lassen. Vielen Dank. Genau, zuvor dürfen Sie noch mal alle Ihre Stimme zum Vorklang bringen, damit wir auch merken, dass Sie da waren. Und Ihren Dank dürfen Sie auch nach dem Lied gerne noch mal an alle Beteiligten in einem ganz lauten Applaus dann zuteil werden lassen. Wir danken, dass Sie hier waren.
Ich sage ganz herzlichen Dank im Namen aller Zuhörer und aller Mitwirkenden. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.